Und es steht hier bei uns wieder Tipps und Trends auf dem Programm. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Eine Frage, die wir uns oft stellen, wenn wir einen Ausflug planen: Picknick oder wohin geht's zum Essen? Sollte Sie der Weg mal Richtung Niedersonthofener See führen, dann ist der Berghof Alpenblick ein guter Tipp. Dort gibt es zur heimischen Küche noch einen fantastischen Blick über den See und das im Sommer wie Winter. Viel idyllischer als der Berghof Alpenblick in Waltenhofen kann eine Gaststätte kaum liegen. Wo sonst hat man solch einen Blick über den Niedersonthofener See? Kinder werden hier aber vermutlich andere Attraktionen noch ein bisschen mehr zu schätzen wissen als die spektakuläre Aussicht. Das Beste ist, dank großzügiger Fenster lässt sich der Blick auf Berge und See nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr hindurch genießen. Doch nicht nur die Aussicht ist im Berghof Alpenblick etwas Besonderes. Besonders ist auch die Herkunft der Lebensmittel. Der Ansatz im Berghof dabei ist klar: Warum Lebensmittelproduzenten weit weg unterstützen, wenn man vieles auch beim Landwirt ums Eck bekommen oder vielleicht sogar selbst produzieren kann. Also das Fleisch kommt viel von uns, nicht alles, aber viel. Und Käse natürlich aus der Region, von den Alpen, wo bei uns da sind. Und Nachbarsalpe haben wir ja sogar gleich daneben. Und die anderen Produkte halt alles aus der Region, bei Obst, Gemüse, Salat. Eine Spezialität des Hauses, der Zwiebelrostbraten. So mancher Gast kommt dafür extra in den Berghof Alpenblick. Auch diese Zutaten stammen praktisch ausschließlich aus der Region. Entscheidend für den Erfolg aber ist, ob das Ergebnis letztendlich schmeckt. Das tut es im familiengeführten Berghof Alpenblick definitiv und das bereits seit vielen Jahrzehnten. Gerade jetzt lieben wir sie wieder, die bunte und vielfältige Pracht der Blumen und Pflanzen. Da holen wir uns doch gleich ein bisschen Frühling ins Haus. Bei Blumenfürst in Mauerstetten arbeiten echte Spezialisten für alles, was wächst, blüht und gedeiht. Besuch bei Blumenfürst am Ortsrand von Mauerstetten. Wenn es Blüten hat und wunderbar duftet, dann kennt man sich hier aus damit. Und egal, ob es zur Verschönerung der eigenen vier Wände dient oder es Sträuße und Gestecke für besondere Anlässe sind. Mit viel Liebe und einem Auge für Details werden die passenden Blumen ausgesucht und zusammengestellt. Weil viele der Pflanzen auch selbst großgezogen werden, sieht man sich bei Blumenfürst gegenüber Supermarktblumen in einigen Punkten im Vorteil. Da gibt es, glaube ich, wenig Unterschied im ersten Moment. Es wird sich in der Nachhaltigkeit zeigen, wie gut die Pflanze dann ist, wenn sie länger lebt, wenn sie prächtiger wird. Das nächste ist, wir haben die Möglichkeit, mehr besondere Pflanzen rauszusuchen. Wir haben einen größeren Sortenspiegel. Das Spektrum ist wesentlich größer an Besonderheiten dabei, was man im Supermarkt dann auch nicht bekommen kann. Neben Schnitt- und Balkonblumen gibt es aber noch einen weiteren interessanten Service bei Blumenfürst. Wer empfindliche Pflanzen draußen in seinem Garten hat und sie vor dem kalten Allgäuer Winterwetter schützen möchte, kann sie zum Überwintern vorbeibringen. Ein Angebot, das zahlreiche Kunden von Blumenfürst dankbar annehmen. New York, Paris, London, Mailand. Das sind einige der wichtigsten Städte, wenn es um Mode geht. Dort zeigen die Models zuerst die neuesten Trends. Doch sobald die Designerkleidung ausgeliefert wird, finden modebewusste Frauen die Outfits schon bei Seefelder Mode in der Salzstraße in Kempten. Mädels, aufgepasst! Seefelder Mode gehört zu den renommiertesten Modehäusern Deutschlands. 1975 gegründet, ist es heute eine Institution und weit über die Grenzen Kemptens hinaus bekannt. Jede Saison aufs Neue findet ihr bei Seefelder Mode eine handverlesene Auswahl der schönsten Styles. Aus den Kollektionen junger Designer-Labels und namhafter internationaler Top-Marken. So verpasst ihr keinen Trend, ob elegant, urban oder lässig. Berühmt sind auch die Events von Seefelder Mode in Kempten. Genauso wie die Outfits sind auch sie jedes Mal anders und immer außergewöhnlich.
Brigitte Seefelder ist immer auf der Suche nach dem Besonderen und voller Leidenschaft für angesagte Styles. Bei der Modenschau zeigen die Models die Riesenauswahl an Womenswear, angesagten Accessoires, Schuhen und Taschen. Seefelder Mode, eine der beliebtesten Shoppingadressen im Allgäu. Seefelder Mode. What else? Friseure gibt es ja sehr viele. Angefangen von den günstigen Ketten, bei denen man sich schnell mal zwischen zwei Terminen die Haare schneiden lässt, bis hin zu wahren Schönheitssalons mit dementsprechenden Preisen. Ein Friseur, bei dem das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach stimmt, ist der Salon Haargenau gegenüber vom Kino in Kempten. Tatjana ist schon lange Kundin im Salon Haargenau und kommt gerne hierher. Heute lässt sie sich von Friseurmeisterin Nurie Schirak eine Hochsteckfrisur machen, denn sie wird sich in den nächsten Stunden in eine Braut verwandeln. Nur allergikerfreundliche und tierversuchsfreie Produkte verwendet das Team von Haargenau. Eine andere Kundin lässt sich gerade mit dem Faden Haare entfernen. Das gibt es nicht überall. Diese Methode ist sanfter, gründlicher und weniger schmerzhaft. Doch das Angebot reicht weit darüber hinaus. Wir bieten eigentlich alles an, Damen wie Herren, sowie Kinder. Von Damenhaarschnitten, Kolorationen bis individuelle Farbberatung bzw. auch Schnittberatung, Haarverlängerungen, Hochzeiten, Brautfrisuren, Hochsteckfrisuren, eigentlich alles, was der klassische Damen- und Herrenfriseur so anbietet. Bei Haargenau bekommen die Kunden nicht nur irgendeine Frisur, sondern eine der Persönlichkeit und des Auftretens entsprechende. Die Stammkunden sind von der Arbeit des Teams begeistert und kommen immer wieder. Das ist das größte Lob von Nina Zierak und ihre Mitarbeiter. Die Frisur der Braut sitzt. Jetzt trägt der Stylist das Make-up auf. Für Anlässe wie Hochzeiten kommt das ganze Team auch gerne zu den Kunden nach Hause. Und dann ist es soweit. Haargenau in Kempten, direkt gegenüber vom Kino. Der Frühling ist da und auch die Freibadsaison ist nicht mehr weit. Da wollen viele von uns auch wieder mehr für ihre Fitness tun. Beginnen können Sie jederzeit im Aviva Fitness in Bleichach. Mit der Kombination aus Sport, Events und Lifestyle finden Sie hier die richtige Motivation. Ihr Weg beginnt hier, im Aviva Fitness in Bleichach. Die moderne Chipkarte speichert Ihre Trainingsdaten und hilft Ihnen somit beim Erreichen Ihrer persönlichen Ziele. Fit halten am Milon Trainingszirkel, Muskeln aufbauen an den Geräten oder Reha-Training am Laufband. Das geschulte Personal steht Ihnen immer zur Seite und berät Sie selbstverständlich kompetent und freundlich. Bei Sportverletzungen können Sie auch einen Termin bei einer Physiotherapeutin ausmachen. Hier fühlen sich aber auch diejenigen wohl, die herkömmliche Fitnessstudios eher ablehnen. Das liegt vor allem an der familiären Atmosphäre des Aviva. Sei es in einem der vielen Kursangebote oder beim gemeinsamen Kaffeetrinken danach. Das macht Aviva in Bleichach zu mehr als nur einem Studio. Durch diese Unterschiedlichkeit eben, dass wir dieses Zusammengehörigkeitsgefühl sehr pflegen und also auch diese soziale Komponente eben bei uns im Vordergrund steht, macht unser Studio eher zu einem Club. Also das ist eigentlich so dieser Clubgedanke, den wir auch verfolgen, das was miteinander und untereinander passiert. Dazu zählen auch Events, die in den Räumlichkeiten stattfinden, sei es ein Oktoberfest oder einer der zahlreichen Thementage. Das alles macht Aviva Fitness in Bleichach zur gesunden Fitnessoase. Überzeugen Sie sich selbst. Mehr Infos gibt es unter www.aviva-fitness.com. Von der Pauschalreise bis hin zur absolut individuellen Rucksacktour. Eigentlich gibt es kaum Grenzen. Außer man plant seine Reise selbst, da kann man schon mal an seine Grenzen stoßen. Denn bei der unüberschaubaren Flut an Anbietern und Angeboten ist es gut, wenn man jemanden hat, der Licht ins Dunkel bringt. So wie die Fachleute im TUI-Reisebüro in Sonthofen. Hier wird Ihnen die Reiseplanung leicht gemacht. Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. So heißt es in einem bekannten Volkslied von Matthias Claudius. Vorher geht er aber am besten in ein Reisebüro. Egal ob Städtekurztrip, Musicalreise oder Kreuzfahrt,
Im TUI-Reisebüro in Sonthofen bekommt man seine Reise genau so, wie sie sein soll. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nach USA, dann einen Mietwagen mit Flug, vielleicht noch eine Kreuzfahrt, Hotels, Unterkünfte, fertige Mietwagen rundreisen und das eben so nach Wunsch des Kunden, je nachdem wie lange oder wohin er möchte, einfach so wie der Kunde sich das vorstellt, dann bauen wir das so zusammen, dass er sich im Prinzip nur noch ins Flugzeug setzen muss, vorher einen Koffer packen und vor Ort dann losfahren kann und die Unterkünfte einfach erledigt sind. Egal ob ganz individuell oder von der Stange, Miriam Zitzmann und ihr Team suchen und finden das passende Angebot. Sie haben die nötige Erfahrung und Fachkompetenz und kennen die Katalogsprache. Und sollte doch mal etwas schiefgehen, gibt es keine Hotline, sondern immer einen persönlichen Ansprechpartner. Letztens hat mich auch erst mal um 6:30 jemand aus dem Bett geklingelt, weil er am Flughafen stand und da war was falsch gebucht. Also da war ich dann auch mit Rat und Tat zur Seite und wir haben das Problem lösen können. Das ist wahrscheinlich schwierig, wenn man irgendwann im Internet bucht. Also, wenn einer eine Reise bucht, dann im TUI-Reisebüro in Sonthofen. Denn dann kann er wirklich nur Gutes erzählen. Kaufbeuren hat ja so einiges zu bieten. Unter anderem eine weit zurückgehende Geschichte, das Tänzelfest und Kaiser Maximilian. Letzterem ist in der idyllischen Innenstadt sogar ein Platz gewidmet. Und genau dort gibt es eine kleine, aber feine Einkaufspassage. Hier gibt es unheimlich viel zu entdecken und das Shopping- und Genießerherz geht auf. Entdecken, was gut tut, mit einer Vielfalt an Bioprodukten. Die Welt des Käses jenseits des Emmentals. Frische Fleisch- und Wurstwaren aus der Region. Mit den Geschäften der Ludwigstraße beginnt der Rundgang durch das Passagenviertel. In der Sparkassenpassage selbst gibt es das perfekte Equipment für den perfekten Augenblick. Und Wohnaccessoires, die Ihre Gäste zum Staunen bringen. Gönnen Sie sich doch eine kleine Shoppingpause und genießen Sie italienische Köstlichkeiten. Den Namen hat die Passage übrigens von der Sparkasse im Zentrum. Für Gesundheit und Wohlbefinden sorgt die ansässige Apotheke. Das Mittel fürs Glücklichsein finden Sie gleich nebenan. Auf der Suche nach handgefertigten Kostbarkeiten, einem guten, ausgesuchten Whisky oder Feinkost, oder Fischspezialitäten und Spitzenküche vor Ihren Augen frisch zubereitet. All das bietet die Sparkassenpassage im Herzen von Kaufbeuren. Draußen in der Kaiser-Max-Straße warten moderne Damen- und Herrenmoden, ausgesuchte Schmuckmarken und Trauringe sowie kulinarische Genüsse mit feinsten Weinen und angenehmer Atmosphäre auf Sie. Und parken? Kein Problem, nur 3 Gehminuten entfernt liegt das Parkhaus Süd. Und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich zähle auf Sie. Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Tipps und Trends.